Kokosnussig zeichnen mit Ingo Siegner. Heute den kleinen Drachen Kokosnuss. Hallo, schön, dass du Lust zum Zeichnen hast. Wie wäre es mit dem kleinen Drachen Kokosnuss? Das wird lustig. Dann brauchst du nur noch einen Block oder ein Blatt Papier, einen Bleistift, Buntstift oder Filzmaler oder einen anderen Stift, mit dem du gern malst. Achtung, es geht los. Ui, bin ich aufgeregt. Hallo Kinder, ich bin Ingo Siegner. Ich habe den kleinen Drachen Kokosnuss erfunden und schreibe auch die Bücher vom Kokosnuss. Und ich illustriere die Bücher auch. Illustrieren bedeutet, die Bilder zu einer Geschichte zu zeichnen. Und heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ich den Kokosnuss zeichne. Dann fange ich mal an. Ich fange immer mit der Nase an vom Kokosnuss. Das mache ich so. Stopp. Hier einen kleinen Bogen. Das ist nämlich schon der Mund und die Lippe. Und jetzt mache ich einen Bogen hier unten. So, und da ist schon die Nase. Jetzt habe ich die Nase gezeichnet, die Lippe, der Mund. Und nun kommen die Nasenlöcher. Das eine kann man gut sehen. Und weil der Kokosnuss, aber weil ich ihn von der Seite zeichne, kann man das andere nicht so gut sehen, nur so ein ganz kleines bisschen hier. Boah, Knaller, ey! Bleib dran! Und danach zeichne ich immer die Augen. Ein Auge kann man sehr gut sehen. Und wo soll er hingucken? Er guckt jetzt einmal euch an. So. Und das zweite Auge kann man nicht ganz sehen, denn es ist ja auf der anderen Seite. Da zeichne ich nur so einen Bogen. Wow! Seht ihr? Da haben wir schon fast den ganzen Kopf. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich, dass der Kokosnuss eine Kappe trägt. Die zeichne ich jetzt. Da fange ich immer hier an, über den Augen. Mache so, wie so eine Schleife. Und so. Das ist ganz wichtig, dass die Kappe hier so fast senkrecht runter geht und nicht etwa nach da, weil dann hat er hier ganz, ganz viel Kopf. Und eigentlich sitzt die Kappe ja auf dem Kopf und dann kann man den Kopf selber nicht sehen, weil die Kappe drüber ist. Und jetzt kommt so und so. Und hier oben mache ich es immer so einen kleinen Döpsel. Ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Ich nenne das jetzt mal Döpsel. Und dann kommen noch solche zwei Striche. Und jetzt zeichne ich die Haare. Das ist ganz einfach. Immer hier unter der Kappe, da gucken so Haare hervor. So. Schwupps. Du bist ein Held, wie ich. Und hiernach kommen die Arme. Hier zeichne ich jetzt immer die Finger oder die Pfoten. Dann mache ich einfach nur so ungefähr. Den anderen Arm zeichne ich nicht, denn der ist auf der anderen Seite. Den sieht man ja nicht. Ui, schön! Und jetzt zeichne ich immer den Bauch. Dann gucke ich, das hier habe ich jetzt nicht weit genug gemacht. Noch ein bisschen weiter, damit er nicht so dick aussieht. Und jetzt kommt der Bauch. So, das war der Bauch. Und jetzt kommen die Beine und die Füße. So. Seht ihr, hier habe ich so einen kleinen Bogen gemacht, wie wir das auch haben bei unseren Füßen. Die sind ja nicht platt, also manche haben Plattfüße. Ich habe zum Beispiel Plattfüße, aber beim Kokosnuss, der hat noch so richtig gebogene Füße da unten. Und dann hat er hier immer so zwei kleine Zacken. So, und dann mache ich immer noch so einen kleinen Strich. Dann ist das Bein fertig. Und das zweite kann man, wie das Auge da oben, nur so ein bisschen sehen. Dann male ich hier, dann überlege ich mir immer, wo ist der kleine Zeh? Und der kleine Zeh ist außen.
Und der zweite ist weiter in und der große Zeh ist hier, deshalb ist er auch am längsten. Und so kann man sehen, so sind sie in der richtigen Reihenfolge. Und dann male ich noch ein bisschen die Zehennägel hier und hier und hier. Und wie geht's weiter? Und jetzt kommen die Flügel. Und zwar ist es immer, fängt er immer an hinter dem Arm einen nicht ganz so langen Stab. Das ist so wie ein Knochen. Der zweite ist schon länger. Der dritte ist auch lang. Der vierte ist nicht mehr ganz so lang. Und der fünfte ist wieder kürzer. Und ihr seht schon, sie kommen hier so ein bisschen zusammen, die Stäbe. Und nun kommen Linien dazwischen, immer so ungefähr. So, so und so. Und schon haben wir einen Flügel. Prima! Das ist richtig toll geworden! Nun zeichne ich den Rücken, also die Rückenlinie. Und der Kokosnuss hat ja auf seinem Rücken solche Platten. So, oder so kleine Zacken, die sind aber rund. Beim Kokosnuss, der ist ja ein Feuerdrache, der hat ja runde Zacken. Die erste Zacke male ich mal hier. So einen kleinen Hügel und dann so eine Linie. Und dann ungefähr hier, sage ich mal, so. Lauter kleine Hügel sind das. Die werden immer kleiner am Schluss. Und hier mache ich jetzt einen Bogen. Der geht bis hier. Da müsst ihr sehr aufpassen, wenn ihr ihn zu weit nach unten macht, dann passt das mit dem Bauch nicht zusammen. Denn eigentlich geht die Linie ja weiter. Die müssen dann zusammenpassen. Nur man sieht es nicht, weil ja das Bein davor ist. Und jetzt ist der Kokosnuss schon fast fertig. Und jetzt zeichne ich die Rücken, die kleinen Zacken zu Ende. Da kriegt jeder Zacken kriegt so einen kleinen Bogen unten. Und dann sieht das so aus, als habe er runde, naja, wenn man das so sagen kann, so runde Zacken am Rücken. Und so ist der Kokosnuss schon fertig. Und damit es etwas besser aussieht, mache ich oft noch hier so eine Linie. Und wenn ich jetzt hier so ein bisschen sowas mache, dann sieht das aus wie ein Schatten. Und dass der Kokosnuss gerade startet mit Fliegen. Komm, jetzt schauen wir uns noch einmal ganz fix an, was und wie Ingo gezeichnet hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr Lust, selber zu zeichnen. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag. Tschüss, Kinder. Macht's gut. Na, hat's dir gefallen? Dann zeichne doch mal wieder zusammen mit Ingo oder schau dir eines von den anderen lustigen Videos an.